Hallihallöchen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Crank Quest. Wir spielen heute wieder PvP, denn ich habe jetzt die grüne Easton bekommen. Ich habe ca. 180 Diamanten ausgegeben. Ich habe zweimal die grüne Easton bekommen und einmal die grüne Liz hier unten. Und bei der grünen Easton braucht man ja Debuffs, deswegen ist Kio, also Kio und sie ist das Beste. Man kann sie auch mit dem Festival King und Demon Hendrickson versuchen, weil sie braucht halt sehr viele Debuffs wegen ihrer Passivfähigkeit hier. Ihr pro Debuff bekommt unser Team 5% mehr Durchdringen, Crit Chance und Crit Damage dazu, also max 40%. Angriff zählt nicht dazu, also nur Durchdringen, Crit Chance und Crit Damage. Leider kommt sie ein bisschen zu spät, das wäre früher echt gut. Wegen dieser Karte noch, hier auf Rang 2, deaktiviert Heilungsfähigkeiten und hindert Ultimate Moves daran, sich aufzufüllen für 2 Runden. Und auf Rang 3 sind es 3 Runden und der Gegner macht nochmal 20% weniger. Also Angriff wird um 20% verringert. Rang 1 macht eigentlich sehr guten Schaden hier, wenn der Gegner eine Schwächung hat, also geschwächt ist, also einen Debuff hat, macht sie nochmal dreifachen Schaden. Und auf Rang 3 haut es schon, also macht es insgesamt hier schon 300%. Plus ein Debuff nochmal dreimal, also 900% macht die Karte, dann die macht schon echt gut Schaden. Ulti ist wieder bei der blauen, crittet sie, macht sie doppelten Schaden gegen alle Feinde. Und wir testen sie ja natürlich mit Kio, weil Kio ist eigentlich der beste Held, weil der macht auch seinen Ignites Debuffs. Und natürlich The One. Wir mal sehen, ob das funktioniert gegen das Team zurzeit hier. Gottes Liz, Grün Ghoster und The One. Ob wir eine Chance haben, werden wir ja jetzt mal sehen, nicht? Naja, klar. Jetzt die Frage, hat er Ausweichfutter oder nicht? Jetzt bekommen wir schon 10% mehr Stats, müssten sein. Na, schon 36 oder 5%. Ach ne, sind ja mehr, weil der ist ja gut da an Kio, er macht ja gleich immer 2, deswegen haben wir schon fast alles Max. Wir müssten mal angreifen. Deswegen haut jetzt auch The One echt gut rein. Guck mal. Wäre Gottes List nicht da, wäre jetzt schon tot. Wie viel Schaden machst du denn jetzt gegen Kio? Ah, solltest eigentlich gut Schaden jetzt machen gegen Kio. Du machst ein Schild, ja, kannst du machen. Ich hoffe Kio, ja, greif bloß nicht Kio an. Wenn Kio stirbt, ist mal ein bisschen ein Problem, das ist nämlich... Akio lebt noch. Dann geht der ganze Buff nämlich weg. So, wie sieht's jetzt aus? Haben wir eigentlich schon maximal erreicht mit Kio? Also mit den Passivfähigkeit. Guck mal, 52% mehr Crit-Schaden. Und 125% ist echt gut. Also Zeit ist echt gut. Komm, gehen wir gleich mal weghauen. Davon brauche ich leider Rang 2. Das wäre besser, wenn wir Rang 2 davon haben. Wenigstens The Vaughn ist jetzt schon mal tot. Den hast du als Backup. Lost Vayne? Ja, Lost Vayne. Ja, So, hauen wir jetzt Lost Vayne weg. Ah, er will ulten. Master jetzt rang. Nee, wen willst du jetzt betäuben? Ich hoffe, jetzt kommt. Ja, guck mal. Das wäre jetzt blöd. Hätte sie jemand anderes gestunt. Das wäre, glaube ich, besser gewesen. Sollte jetzt er auch noch sterben, sein Ghoster. Oh, guck mal, wir hauen gleich so weg. Lost Vayne. Und noch ein Crit. Aber keine Karten von Lost Vayne. Ist gut. Natürlich macht Kio jetzt extrem viel Damage wegen den ganzen Ignites. Mach das Schild. Kannst auch jetzt. Ich bekomme echt keine die Karte von Easton nicht. Schade ist. Aber was wir jetzt machen? Wir hauen einfach das Schild weg. Wir machen Rang 3 das. Reicht das? Sollte auf jeden Fall. Also, sie sollte jetzt sterben. Das Schild ist weg. Wir ulten mit dem Weihnachtsmann.
Du bist auch fast tot. Und wir haben eigentlich gewonnen. Komm, jetzt bekommen wir es natürlich. Ja, können wir ja machen. Aber es wäre sehr gut, halt gegen Ultra-Steams die Karte hier. Boom, jetzt kann er nämlich... Kommt, da können sich die Kugeln nicht erhöhen. Boom, boom, boom. Und mal los, Kyo. Hau ihn mal weg. Und wir haben die erste Runde schon gewonnen. Hat eigentlich sehr gut funktioniert. Oh, das ist jetzt ein Problem. Wir kämpfen gegen Diane. Das könnte schon ein kleines Problem für uns sein. Muss man es so machen? Wollen wir versuchen, sie gleich wegzuklatschen? Komm, wir hauen, gehen mal volle Kanne auf sie drauf. Und nochmal. Schaffst du es? Ja, fast okay. Fast, fast, fast. Hat sie Tamiya als Link? Ein bisschen hat sie sich geheilt. Okay, wir haben Rang 2 mit Easton. Aber stirbt jetzt Kyo? Ich hoffe nicht. Okay, greif Easton an. Du weißt schon, dass Easton grün ist. Okay, wir machen das mit Easton jetzt. So, das kannst. Fühlen sich gleich die Kugeln nicht mehr. Da, und sie sollte eigentlich auch jetzt sterben durch Kyo. So, führt jetzt nicht auf, außer von The One, wenn sie seine Passiv aktiviert. Verschwindet ja alles. Deswegen sollten wir eigentlich gleich auf The One drauf gehen. Oh, Gottes Liz. Warum Gottes Liz? Gottes Liz mag doch keiner. Machst jetzt ein Schild? Okay, du gehst volle Kanne auf Easton. Ah, warum hast du... Ach nein, gleich ist Easton tot. Schade. Das haben wir auch jetzt Gottesliss. Schade, Gottesliss ist tot. Ja, wir haben eigentlich gute Hand. Ja, wir gehen volle Kanne jetzt. Auf deinen Sovonnen. Ah, haben gekrittet. Schön. Komm, nochmal. So, jetzt kann er gleich The One betäuben. Kann das noch oder ist es schon weg jetzt? Okay, kann The One noch nicht betäuben, ist gut. Erst nächste Runde wieder. Deswegen ist sein One eigentlich sollte tot sein. Außer er macht jetzt Rang 3 Schuld oder irgendwas. Und dann Kyo. Oder gibt auf. Das kann er natürlich auch machen. Ach, der rote Großer. Warum? Warum denn der rote? Boah, es wird gleich richtig blöd. Aber wir holen erstmal so One weg. Wird er jetzt nicht gleich sterben? Ausweichen? Ach Gott, auch noch ausweichen hier. Ja, guck mal, schon fast gestorben. Aber leider wird er dann wiederbelebt. Können wir gleich nicht angreifen. Alles blöd ein bisschen.
Was machen wir denn? Na, ah, der rote Ghoster ist ein bisschen echt ein Problem hier gerade. Wenn er das macht, dass wir nicht eingreifen können, sind wir eigentlich am Arsch. Ja, machst dein Schild. Okay, machst dein Schild. Dann einfach volle Kanne auf ihn. Dann gehen wir, glaube ich, volle Kanne mit Kyo drauf. Es war rot. Sollte es. Ich hätte, glaube ich, es wechseln sollen. Erst Rang 1 und dann Rang 2. Reicht Rang 1 jetzt aus? Ja, hat noch gereicht. Zum Glück. Okay, The One ist tot. Lost Vein. So, macht er jetzt, dass wir nicht eingreifen können mit Ghoster. Boah, ich habe heute echt keinen Bock mehr auf Schild. Schild ist mir echt. Schild. Alle nur noch hier, nur am Schillen hier. So, wir sind jetzt immun. Sollte auch nächste Runde noch immun sein. Deswegen gehen wir mal auf Gottes Liss. Ey, macht echt wenig Schaden gegen Schild. Oh ne, es wird nichts, okay. Oh doch, puh. Wir haben einen guten Crit gemacht. Und wir bekommen jetzt 15% mehr Crit Damage. Gut, deswegen gibt er jetzt auf. Boah, die haben wir mehr. Diane. Bitte. The One-Karten. Ich habe so Pech zur Zeit. Ich krieg nur noch Kyo-Karten. Die ganze Zeit nur noch Kyo-Karten. Und keine einzige One-Karte. Ist immer so. So nervig. Ich glaube mit sie. Oder kann man gerade mit Eastern. Ja, es stupt sie leider nicht unter. Ich hoffe es, aber ich. Oh, doch. Okay. Gut gemacht, Easton. Schon mal weg, einer. Gottesliss. Nee. Schon wieder. Warum immer wieder Kyo? Hör auf. Boah, ey. Okay, so vorne ist jetzt gleich tot. Ja. Okay, er ist tot. Geil. Dankeschön, Spiel. Ey, ich krieg hier nur noch fucking Kyo-Karten. Ich will keine Kyo-Karten. Hör auf. Der Damage wird jetzt nicht hoch sein. Und schaffst du es leicht, ihn zu töten, Kyo? Ah, wenigstens Kyo schafft es. Aber trotzdem, ey, Spiel jetzt nicht so viele Kyo-Karten, bitte. Und kann auch irgendwie kriegt der Held in der Mitte gerade keine Karten. Nur noch die an der Seite. Kannst du machen? Ah, wirst du gleich ulten. Mm. Interessant. Machen wir das. Schafft sie das? Na, wird sie nicht schaffen. Nee. Wir kriegen jetzt ein Ulti ab. Aber grün. Und wir haben ja noch Gottes Liss. Sollten wir also überleben? Ich glaube, er macht nicht so viel Damage. Oh, war eigentlich nichts wirklich. Okay, vielleicht haben wir doch eine Chance hier. So, du bist jetzt nicht mehr so. Rang 2 mit Q sollte Ghoster töten. Ich habe doch noch gewonnen, eher. Mit so einer Hand hier. So, nur noch Lost Vein.
Okay, jetzt bekommt Godzilla Kirten. Komm, machen wir jetzt Schild und Stun oder was? Na komm, machen wir Schild und Stun jetzt. Und vielleicht können wir noch mit Q an. Ja komm, wir können auch mit Q angreifen. Zwar nur AOE, also macht nicht so viel Damage gegen Einhellen, aber immerhin ein bisschen Damage. Oder gibt auf. So Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen da und wir sehen uns bis mal. Habt noch einen schönen Tag. Tschüssi.